Tiryak Bhujangasana ist die seitliche Kobra, auch drehende Kobra genannt. Anika zeigt, wie es geht. Von der Bauchentspannungslage ausgehend komme in Bhujangasana in die Kobra hinein. Du kannst dabei den Fußrücken am Boden halten und die Zehen ausgestreckt. Und jetzt drehe dich nach rechts und schaue so zu den Füßen hin. Das ist Tiryak Bhujangasana. Es gibt von hier noch eine fortgeschrittenere Variation. Nimm auch die rechte Hand und gib sie an die Außenseite des linken Oberschenkels und schaue zu den Füßen. Manche mögen es auch gerade in Tiryak Bhujangasana, die Zehenspitzen aufzustellen, weil es manchmal hilft, noch etwas weiter in die Stellung zu kommen. Wenn du eine Seite ausreichend geübt hast, dann übe noch die andere Seite. Anika macht es vor in den zwei Variationen. Und derzeit ein paar Sachen zu der Wirkung von Tiryak Bhujangasana. Diese Stellung hilft, die Wirbelsäule flexibler zu machen, hilft gerade auch die diagonal verlaufenden Rückenmuskeln an einigen Strängen zu dehnen, in der anderen zu fordern, ist auch eine schöne Übung für die Flexibilität der Zwischenwirbelgelenke und auch die Flexibilität der Rippen, insbesondere des Knorpels in vorne zwischen Brustbein und Rippen. Tiryak Bhujangasana bereitet auch den Körper vor für fortgeschrittenere Variationen der Kobra.